Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Super Mario World Land 2 Golden 6 Golden Coins. Es heißt Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Sag ich's ja. Also, wir hatten letzten Part erfolgreich und 4 von den 6 Coins gesammelt. Es geht heute weiter mit der nächsten Coin im nächsten Level Teil. Weltteil. Und damit, ja, weiter geht's, ne? Wir sind gespannt. Genau, werde ich es schaffen, den nächsten Weltteil... Okay, ich hab den nächsten Spoiler, Weltteil. Spoiler, er wird es nicht schaffen. David. Jetzt hast du alles schon verraten. Au. Ich mochte die Welt davor. Letzter Part, Welt davor. So. Ich habe zwar vergessen, was die Welt davor war, aber... Welt davor war cool. Der Endboss waren drei kleine Schweinchen. Die drei Killerschweinchen. Der schwerste Boss bisher. Ich habe Angst. Hier sollte nur Luigi sein. In seiner Villa. Leute, das ist nicht wirklich schwer. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Oh. Speaking about how easy it is. Just because you're paranoid, don't think they're not after you. Ich speichere einfach mal. Die wollen mich umbringen. Ist mir egal. So. Ist jetzt einfach nur genutzt, um den Teil zu überspringen, glaube ich. Und ich habe nicht den Loot eingesammelt, den es dort bestimmt gegeben hätte, aber ich meine, guck mal, es ist voll gruselig, weil da sind Skelett. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie dieses. Speisern. Wie dieses Level an mir vorübergegangen ist. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe wahrscheinlich einen Riesenhaufen Inhalt weggelassen, aber egal. Solange es funktioniert. Aha. Ich habe schon mal was über diese Dinger gelernt. Nicht dagegen laufen. Okay. Ich mag Geisterlevel nicht, die sind doof. Nicht, weil sie gruselig sind, sondern weil da gibt's so häufig, also zumindest mal nicht selten, Gegner, die unbesiegbar sind, weil sie ja Geister sind. Und die Spielemacher denken sich dann immer, haha, wir bauen Spiele, die nicht, Gegner, die unbesiegbar sind. Und ich als Spieler denke mir halt immer so, ich mag es, Gegner zu besiegen, müsst ihr wissen. Ich bin ein Mensch, der gerne alles plättet. Ah, guckt euch das mal an. Hier sind lauter Leute, die will ich eigentlich nicht. Denen will ich eigentlich nicht zu nahe kommen. Und ich bräuchte halt eine Feuerblume, aber die habe ich nicht. Die habe ich irgendwann verloren. Pff.
Schwips. Da sind wir dabei. Super. So. Schneller. So, mir geht's gut. Auch meine geistige Gesundheit ist aufgrund der Geister zwar gefährdet. Nein, die können nicht durch Wände gehen. Oh Mann. Und jemand muss ihnen sagen, dass sie kleine verschissene Wichser sind. Leute. Nintendisten. Was seid ihr denn für Sadisten? Ey. Ihr müsst wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut rübergekommen ist. Aber ich mag. Ich dachte, warte, ich dachte schon, ich sitze hier fest. Okay. So. Hier könnte ich mir auch das Item aussuchen, aber ich hoffe einfach mal, die Feuerblume ist hier sinnvoller. Keine Ahnung. Na, die Feuerblume ist eigentlich selten das sinnvollere Item. Ich hol mir, glaube ich, einfach das andere. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber ich hol's mir. Ich bin zu groß dafür. Ich dachte, es ist despawned. Ich weiß gar nicht, warum mir das andere Item besser gefällt, aber es gefällt mir besser. Das weiß ich mit Gewissheit. Darauf kann ich bauen. Ich weiß mit Gewissheit, was ich nicht mag. Und das gibt mir Sicherheit. Dieses Level ist irgendwie an mir vorübergegangen, ohne dass ich gecheckt habe, was Sache ist, aber es ist an mir vorübergegangen, das ist wichtig. Ey, könnt ihr eure Level mal ein bisschen farbiger gestalten? Okay. Das war jetzt nicht in Form von Farbe gemeint, sondern irgendwie düster. Es ist so düster, ich habe solche Angst. Aber eine von diesen Röhren ist parat. Nö, es sieht so aus, als wären ein paar mehr von denen passierbar. So, und hierdurch. Nein, das sind Geister. Ich hasse Geister. Die sind doof. Die machen immer die Augen auf. Und so eine Späße. Und ich denke dann immer so, ey, hört's halt auf, die Augen aufzumachen. Lasst sie doch einfach zu. Es nervt. Au. Irgendwie, hier scheint es halt auch keine Möglichkeit zu geben, sich ein Item zu holen oder so. Das ist auch schlimm. Hier ist ja überall nichts. Nicht das Geringste. Irgendwo durch. Da. Und da drunter und dann einfach so tun, als. Ach so, da oben könnte natürlich was sein. Das ist natürlich die Möglichkeit. Ey, nein. Wieso muss ich da von unten wieder gegenspringen? Im Moment ist gerade wieder die Funktion von oben dagegen springen kaputt.
ein Item. Auch genau das Item, das ich hier brauche. Weil Geister sind halt leider unbesiegbare Gegner. Wer hat sich den Mist ausgedacht? Ich hasse es so sehr. Ich mag nicht mehr. Es hat sich gereimt. Also es ist richtig. Sagt nichts gegen Reime. Reime machen Spaß und sind intelligent. Nein, okay, intelligent sind sie nicht, aber... Ich dachte schon, sie... Ich darf jetzt so freischalten, dass die Entdeckung freischalten, dass ich in der Klemme sitze, aber ich habe keine Lust, deswegen... Ich hole mir lieber mein Item zurück. Ich weiß jetzt, wo mein das Item meiner Begierde ist. Ich gehe und hole es mir. Irgendwo, da muss ich hoch. Da. Komm. Nee. Komm schon. Nee, oder? Da muss, bin ich durch, aber irgendwo, da muss ich doch durch können und den Weg in Sicherheit nehmen. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Dinger verfolgen mich auch noch. Das ist doof. Hört auf damit. Alles, was ich diesen Dingern jemals sagen wollte, war: Ihr seid doof. Hört auf damit. So, und wenn er jetzt wieder hochgeht, dann muss ich mich... das war ja ein grandioser... Oh. Ey, das nervt. Das nächste Mal mache ich so, dass ich speichere, wenn ich mir das Item geholt habe. Erinnert mich daran. Ha, ha. Okay. Schlechter, wir können ja gar nicht kommunizieren. Witz ist check. Damit habe ich quasi schon alles gemacht, was ich mir heute vorgenommen hatte. Also, nix. So. Speicherstände anlegen wie ein irrer. Check. Sich über die Geister ärgern. Check. Ich mag die Geister nicht. Sie sind gruselig. David, tue bloß keinen Klick. Ja, es ist halt so. So, nach meinen Berechnungen, genau, kann ich jetzt hier durch. So, Zeit zu speichern. Ey, dieses Level nervt. Ich frage mich, was der Gegner wird. Dann doch ein Geist, den man irgendwie doch besiegen kann, wahrscheinlich. Wo ich mich dann wieder frage. Fuck, was ist jetzt passiert? David, ich hab's kaputt gemacht. Was machst du? Welcher? Ha? Was? Welcher? Hast du es gespeichert? Ja, ja, klar. Welcher ist? Oh, Load Game 1. Geht's denn wieder? Mutig bist du aussehen, auf die Pause-Taste kommen oder was, der Geier was? Es gibt eine Pause-Taste. Die rührt das Hirn irgendwo, das weiß ich nicht wo. Die Zeit ist weitergelaufen, das spricht schon mal gegen die Pause-Taste. Ich hab mich schon gefragt, ob man da wirklich nicht durch kann. Hat nämlich verdächtig wenig Sinn gemacht. Ey, Leute. Wollt ihr mich ver... Natürlich, haha, Nintendo, ihr seid ja so witzig. Ich komme hier nicht mehr raus. Ganz ehrlich, ich komme hier nicht mehr raus. Nintendo. Ist das euer verfluchter Ernst?
dafür gesorgt, dass ich mir dieses Item nicht holen kann. Naja. Die Feuerblume hat ja eh nur einen begrenzten Sinn, wenn man... Ah, oh, bei diesen Geistern, ey. Ich hasse diese Geister. Die machen mich emotional voll fertig. Okay, dieser Geist hält sich noch die Augen zu und zack. Lacht er fies. Da lacht er fies. Zeit mal wieder Panik zu speichern. Dieses Spiel ist gruseliger als Resident Evil 7. Nicht, dass ich Resident Evil 7 je gespielt hätte, aber Behauptungen aufstellen kann man ja mal. So, nächstes Level geknackt. Ich denke, jetzt flutscht es ja alles hier so richtig. Flutschi, butschi, 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 butsch. Flutschi, butschi, dutsch. Ich denke, ich mag diese Welt nicht. So. Was macht dieser Rettich da? Ja! Endlich wieder Gegner, die ich durch Draufspringen besiegen kann. Hört auf mit diesen beschissenen Geistern. Leute, wer hat sich eigentlich gedacht, das ist witzig? Die haben sich wahrscheinlich gefragt, wie können wir unsere Spieler am besten fertig machen? Wir bauen einfach Gegner ein, die sie nicht besiegen können. Das nervt. Weißt du, da ist so das Gefühl, ja. Das Problem ist, da sind so viele Gegner. Ja, warum hast du sie nicht besiegen? Ja, das geht nicht. Du kannst die einfach nicht besiegen. Das ist unmöglich. Warum? Welches beschissene Arschloch hat sich das ausgedacht? Guckt euch das mal an. Hier muss ich durch. Schneller als der Geist mich einholen kann. So, jetzt bin ich den Geist wieder los. Und denk mir so, what the fuck? Nein, da kommt schon wieder der nächste Geist. Ich halt's nicht aus. Ey, wer hat sich den Mist denn ausgedacht? Nintendo, ich gucke auf euch. Okay, auf wen sollte ich auch sonst gucken? Aber ich gucke auf euch. Ich gucke euch böse. In meinem Geiste gucke ich euch jetzt gerade böse an. Und er hat seine Augen geöffnet, der Geist. Kennt ihr dieses Spiel? Ich bin der Geist. Ja. Nein, kennt ihr nicht. Ihr seid doof. So. Ich bin allgemein der Meinung, die Menschen sind doof. Deswegen müsst ihr auch doof sein. Egal, ob ihr jetzt doof seid oder... Ach, ich lasse es einfach. Ich geh da nicht rein. Ich springe jetzt einfach hier raus und dann... Ja, dann wird alles gut. Dann gibt es keine Geister mehr. Dann wird einfach alles besser. Okay. Dann wird einfach alles gut. Ich bin ganz fest davon. Okay, ich bin nicht ganz fest davon überzeugt. Aber ich tue so. Und das ist schon viel wert. Da ist ein fliegender Besen. Kann ich den besiegen? Durch draufspringen? Ja. Wenn man sich das jetzt in real life vorstellt. Haben wir hier einen fliegenden Besen, der einen besiegt, wenn man ihn an der Bürste erwischt, quasi. Und einen, aber wenn man oben auf sein härtestes Teil, eben seine Stange, draufspringt,
Am besten noch so, dass man sich die Eier aufspießt. Dann ist der besiegt. Hashtag lustig, lustig, tralalala. Der Kobold mit dem roten Haar. Ha, ich wusste, man kann da runter. Ey, jetzt muss ich dieses Game loaden. Ich will dieses Game aber nicht loaden. Muss ich. So. Ui. Was bringt mir dieser Ort? Bringt mir überhaupt nichts. Raus hier. Ach, sie können doch zweiseitig funktionieren. Dieser Ort ist kacke. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber dieser Ort ist kacke. Ich mag diesen Ort nicht. Hier komme ich nicht mehr raus. Ich mag diesen Ort. Ich habe schon wieder... Ich will auf keinen Fall dieses Item verlieren. Das Item ist mein Allen und Alles. Mein Schatz. Meine Freunde nehmen mir so... Ich so... Ja... Du hast recht. Ich finde wahrscheinlich hier oben. Ja, da oben habe ich wahrscheinlich dann eh wieder die Möglichkeit, mir dieses Item zu holen. Deswegen einfach chill. Ich frage mich bis heute, was mir dieses M bringt. Was ist das? Sind das viele Münzen oder was kann das? Ist das überhaupt wichtig? Kann ich jetzt eine Farming Simulator spielen? Komme ich hier jemals wieder raus? Ja. Okay, cool. Sie empfehlen mir trotzdem irgendwie immer wieder die Feuerblume. Aber die Feuerblume bringt doch überhaupt nichts. Hier, die Feuerblume bringt überhaupt nichts gegen Geister. Die kann nichts. In diesem Ort ist die Feuerblume... Es tut mir leid. Ich weiß... Habe ich nicht gewollt. Ich werde diesen Ort überspringen und einfach nicht darunter gehen. Ihr blöden Miststücke. Ey, dann mache ich diesen Ort halt doch. Aber unter Protest. Und nicht freiwillig. Save Game 2 mache ich mal und Save Game 10. Oh, wie ich diese Geister hasse. Es ist der Boss. Es ist der Boss. Ja, dann viel Glück beim Boss. Ja, Martin, das habe ich. So, dass er vorgespeist hat. Ich habe davor nicht gespeichert, aber... Also jedenfalls nicht direkt davor, aber... Habe ich jetzt den Boss geschafft? Komme ich jetzt endlich raus aus dieser Grusel? Ja. Schön. Damit ist es schon Zeit, den Part zu beenden. Ja, kann man machen. Also, da haben wir doch hier doch jetzt schon die,
nächste tolle Coin eingesammelt und wir sehen uns, fehlt nur noch eine Coin. Was hättest du, wie viele Parte werden wir ungefähr noch brauchen? Ich denke zwei halt. Ja, das klingt doch logisch. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von der Part von Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Super. Ich hab's richtig gesagt. Oh mein Gott, das habe ich nochmal gelernt hier. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ihr habt mich... Okay.